Ich bin der Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, zuständig für Inverted Classroom und für die Planung auch vom Tag der Lehre gemeinsam mit meinem Team. Jutta, stell dich bitte vor. Ja, hallo von meiner Seite auch. Ich bin Jutta Bauschenwein. Ich arbeite an der FH Joanneum und leite dort das ZML Innovative Lernszenarien. Mit meinem Team arbeiten wir in unterschiedlichen E-Learning-Projekten und betreuen E-Learning an unserer Fachhochschule. Gut, was wirst du denn beim Tag der Lehre einbringen? Ja, ich werde einbringen das Thema Portfolios. Wir haben einen recht neuen Studiengang, Content-Strategie, den der Kollege Heinz Wittenbring leitet. Das sind gerade die ersten Absolventen und Absolventinnen fertig. Und wir haben hier erstmals im Curriculum das Thema Portfolio untergebracht. Und ich kann jetzt auf die Erfahrung nach 4 Semester Portfolio mit unseren Kurs 14 Studierenden und 2 Semester Portfolio mit den Kurs 15 Studierenden zurückblicken. Persönlich finde ich die Idee des Portfolios total wichtig, weil es eben die Kompetenz der Reflexion stärkt und auf der einen Seite und sozusagen das ist ja das Thema des Portfolios an und für sich, doch auf der anderen Seite auch den Studierenden die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen aus dem Stress des Lernens und Arbeitens rauszunehmen und einmal auf das Studium als Ganzes zu schauen, auf ihre Lehrveranstaltungen als Ganzes zu schauen und so innezuhalten und zu schauen, okay, Status quo, wo stehe ich, was habe ich gelernt, was möchte ich noch lernen, also hier wirklich den eigenen Lernprozess aktiv zu gestalten. Wobei ich vielleicht noch hinzufügen muss, dass unsere Studierenden bereits arbeiten und eine unheimlich heterogene Gruppe sind, einerseits von der Ausbildung her, andererseits von ihren Arbeitsplätzen her, aber auch vom Alter her. Das heißt, wenn man mit denen gut arbeiten möchte, muss das sehr individuell passieren. Sie arbeiten ganz viel an Projekten zum Beispiel, die auf den eigenen Arbeitskontext abgestellt sind. Und dadurch ist es für einen Lehrenden oder Lehrende sehr schwierig, diese individuellen Bedürfnisse, Erwartungen, Leistungen der Studierenden im Auge zu behalten. Und das Portfolio gibt uns Lehrenden hier auch einen Blick auf den Studenten oder die Studentin als Ganzen. Okay, also das heißt, es ist Lernen am Weg. Wie machst du das jetzt beim Tag der Lehre sichtbar, nachvollziehbar? Im Moment arbeite ich gerade an einem Poster, wo ich so ein bisschen darstellen möchte, die Philosophie dahinter. Ja, also mir ist wichtig, dass die Leute selbstbestimmt arbeiten, dass sie nur dafür Zeit investieren, was sie auch brauchen können in ihrem Lernprozess. Also ich bin unheimlich kritisch, wenn die Zeit verschwendet wird beim Lernen. Das mag ich gar nicht und möchte ich haben, dass in meinen Lehrveranstaltungen gar nicht passiert. Also ich möchte da ein bisschen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen eurer Tagung so einen Einblick geben, was ist meine Haltung in meiner Lehre. Und dann aber schon erzählen, weil so ein offenes Lerninstrument wie Portfolio muss man irgendwann einmal auch benoten. Und wie bin ich da vorgegangen? Also diesen Weg werde ich erzählen und dann bekomme ich von euch einen großen Bildschirm, wurde mir versprochen. Und da möchte ich einfach ein paar Portfolios herzeigen, weil die unheimlich beeindruckend aussehen. Und das war so ein Feedback von einem Gutachter, der oder Gutachterin, der geschrieben hat, naja, warum verwenden wir nicht Mahara, warum haben wir die Technik für das Portfolio offen gelassen. Ja, weil alle Portfolios sind natürlich offen im Netz verfügbar. Und wie ich gesagt habe, gerade das hat damit zu tun, dass unsere Gruppe heterogen ist und niemals würde ich Ihnen vorschreiben, was für eine Technik Sie verwenden müssen. Und was Sie vielleicht auch zeigen, wäre es, mit diesen Studierenden 4 Semester lang verhandeln wir. Ja, immer wieder werden, wie wird das Portfolio umgesetzt, wie viel Zeit darf es beanspruchen. Wie wird es benotet? All das ist immer wieder auch Verhandlungsbasis zwischen den Lehrenden, zwischen den Studierenden und mir. Okay, das heißt, die öffentlichen Portfolios sind auch Inspiration für andere Studierende, wie sie es umsetzen könnten, wie sie sich dem annähern könnten, oder? Genau. Und es ist so, jetzt im ersten Jahr gab es, glaube ich, nur ein Gruppenportfolio, also eine Gruppenplattform, wo sie ihre Portfolios hochgeladen haben. Im zweiten Jahr
haben das schon mehr Studierende gemacht und ich sehe auch eine Veränderung in den Tools, die sie verwenden. Am Anfang wurden fast nur Blogging-Plattformen verwendet. Letztes Jahr war doch ein beträchtlicher Teil, die bereits Medium.com verwendet haben. Ja, was als soziale Plattform bezeichnet wird, habe ich das Gefühl, da kann man, ist es mehr journalistisch. Da kann man weniger in Design gestalten, dafür vielleicht ein bisschen mehr Text schreiben auch. Also da merke ich, wie die Studierenden sich weiterentwickeln und ich bin neugierig, was die heurigen Studierenden, mit denen ich schon Kontakt habe, weil wir online anfangen, was die für eine Plattform wählen werden. Gut, Jutta, das klingt wirklich gescheit spannend. Wir freuen uns schon darauf, dich an der Fachhochschule St. Pölten begrüßen zu können und sage mal Danke. Ja, ich freue mich auch schon. Danke für die Einladung.